Hallo und herzlich willkommen zum Kachelmann-Wetter an diesem Montag. Ja, wir haben viel vor in diesem Video. Wir schauen natürlich auf die gesamte Karwoche, blicken auf unser Osterwetter. Und da hat sich der Trend von letzter Woche eigentlich gefestigt, dass uns ja richtig warme Luftmassen zumindest an einzelnen Tagen über Ostern erreichen könnten. Das könnte schon richtig frühsommerlich warm werden. Das alles wollen wir uns gleich in den nächsten paar Minuten in Ruhe anschauen. Ja, und am Wochenende war ja auch schon viel Wetter und uns haben zahlreiche Fotos von euch erreicht, Videos. Ich möchte mal einige hier zeigen. Es war ja fast von allem etwas dabei. Ob jetzt kräftige Schauer, die es natürlich gegeben hat bei diesem Aprilwetter, mit auch zum Beispiel noch Schnee in den Hochlagen, wie hier auf der Wasserkuppe, wo sogar nochmal der Winterdienst ausrücken musste, und tolle Wolkenformationen mit Mamatuswolken, wie hier von Daniel aufgenommen. Und dann gab es natürlich auch noch schöne Sonnenelemente, zum Beispiel Freitagabend noch diesen schönen Sonnenuntergang in Thüringen, Regenbogen dazu. Ja, und bis in die mittleren Lagen hat es auch noch mal teilweise für Schneeschauer gereicht, wie hier von Marvin in Lüdenscheid, noch mal richtiges kleines Winterintermezzo dort. Ja, also nochmal vielen Dank für die ganzen Fotos. Ich konnte gar nicht alle zeigen, also das tut mir leid. Aber wenn ihr auch in nächster Zeit eindrucksvolle Wetterfotos habt, gerne an die bekannte Adresse wetterfotos@kachelmann.com. Wir wollen aber kurz am heutigen Nachmittag ansetzen. Insgesamt jetzt Wetterberuhigung, wie schon letzte Woche erwähnt. Heute Nachmittag nochmal einzelne Schauer im Norden und Osten des Landes. Im Westen und Süden verläuft der Tag schon trocken mit immer längeren, heiteren, freundlichen Abschnitten. Und wir sehen schon einen leichten Temperaturanstieg im Vergleich zum kühlen Wochenende. Wir blicken auf die kommende Nacht und da haben dann auch endgültig die letzten Schauer im Norden und Osten des Landes nachgelassen und es wird eine trockene Nacht werden, häufig auch leicht bewölkt oder auch mal klar, und dann entsprechend kann es in dieser doch immer noch relativ kühlen Luftmasse auch noch mal ordentlich abkühlen und gebietsweise auch zu leichtem Frost kommen, je nachdem auch wie klar es dann im entsprechend wird, wie häufig es da auflockert. Wir sehen auch im Bayerischen Wald sogar Werte bis zu minus 3 Grad, nicht ganz so kühl die Nacht im Westen und Südwesten, wo dann in der zweiten Nachthälfte auch schon mal so ein paar dichtere Wolkenfelder aufziehen. Hier will ich auch nicht ganz ausschließen, dass es vielleicht in den Frühstunden so Richtung französische Grenze mal ein paar örtliche Tropfen geben kann. Wir gucken auf den morgigen Dienstag, wo es einen trockenen, freundlichen Frühlingstag gibt. Wir sehen schon, es wird schon deutlich milder werden. Wir schauen erstmal auf den Westen. Da ziehen mal so ein paar mittelhohe, hohe Wolken durch. Also hier gerade der Vormittag mal so ein bisschen wolkiger. Auch hier gilt nochmal einzelne Tropfen. Kann ich morgens nicht ganz ausschließen. Sollte aber auch für die allermeisten einen trockenen Tag geben. Und im übrigen Land gibt es sowieso einen freundlichen Mix aus häufigem Sonnenschein und nur lockerer Bewölkung. Vielleicht auch in Südbayern so aus den Alpen heraus noch mal zeitweise nachmittags ein bisschen wolkiger. Es ist nämlich auch so ein bisschen Sahara-Staub mit im Spiel. Nach jetzigem Stand sollten aber die Bewölkungsverhältnisse nicht allzu stark beeinträchtigt sein, sodass auch die Temperaturen im Vergleich zum Wochenbeginn, zum Wochenende schon wieder einen deutlichen Sprung nach oben machen könnten, sodass wir häufiger schon die 15-Grad-Marke knacken, im Südwesten bis zu 17 Grad, am östlichen Alpenrand mit Föhn sogar bis zu 18 Grad. Allerdings ist das Ganze dann so stabil nur von kurzer Dauer. Denn wenn wir mal auf die Wetterlage zum Mittwoch schauen, sehen wir ein kräftiges steuerndes Tief. Schon ein richtig markantes Tief so bei den britischen Inseln. Und eine Tiefdruckzone reicht dann schon zu uns bis nach Mitteleuropa. Auf der Vorderseite, gerade in den Osten, fließt immer noch sehr milde, warme Luftmassen. Während von Westen her mit dieser Tiefdruckzone uns eine Kaltfront erfassen wird. Und damit für schon einen deutlichen Temperaturrückgang und wechselhafteres Wetter sorgen wird. Gleichzeitig sehen wir hier auch nochmal ein Tief über Norditalien. Das sorgt hier nochmal Norditalien, Südschweiz, Tessin für kräftige Regen bzw. auch Schneefälle. Ja, und mit dieser Kaltfront bricht auch der Föhn in den Alpen zusammen. Jetzt gucken wir uns mal das Wetter für den Mittwoch und den Donnerstag an. Also beginnen wir mal im Westen und Südwesten, wo schon morgens vormittags doch dichte Wolken mit etwas Regen aufziehen. Im Westen insgesamt so Rheinland, Nordrhein-Westfalen bis hoch nach Niedersachsen wahrscheinlich nur eher selten mal Regen, nicht allzu viel. Im Südwesten wird er etwas häufiger sein und auch mal länger anhalten. Ansonsten in der gesamten Osthälfte, da startet der Tag nochmal sonnig, gilt auch für Bayern. Aber hier kommt die Kaltfront dann schon zum Nachmittag an und sorgt dann für einen deutlichen Temperatursturz. Vor der Kaltfront, am föhnigen östlichen Alpenrand, nochmal bis zu 20 Grad. Wenn dann der Föhn zusammenbricht, nachmittags Richtung Allgäu, nur noch 8 Grad, 9 Grad und dazu auch eine deutliche sinkende Schneefallgrenze dann Richtung Abend von Westen her.
Im gesamten Osten und Nordosten verläuft der Tag wahrscheinlich noch komplett sonnig. Hier wird es erst abends ein bisschen wolkiger. Und auch hier gibt es nochmal ja, für die Jahreszeit sehr milde, fast schon warme Temperaturen mit bis zu 20 Grad Richtung Lausitz. Im Westen und Südwesten wird es entsprechend nicht ganz so mild. Vor allen Dingen dann im Südwesten Richtung südliches Baden-Württemberg, Richtung Bodensee, wo es dann auch mal kräftiger regnet und die Sonne nicht mit dabei sein wird. Ja, gucken wir auf den Donnerstag, beziehungsweise in der Nacht zum Donnerstag zieht dann diese Kaltfront mehr und mehr in den Osten und Nordosten des Landes. So wird sie am Donnerstag noch über dem äußersten Nordosten liegen, hier mit dichten Wolken, etwas Regen. Das Ganze zieht allmählich Richtung Ostsee und Richtung Polen raus. Dahinter, da öffnet sich wahrscheinlich nochmal so ein größeres Sonnenfenster, so vom Nordwesten runter bis nach Bayern. Erstmal recht freundlich, trocken. Aber von Westen her kommt dann schon der nächste Tiefausläufer mit Schauer, mit schauerartigen Regenfällen, die dann wahrscheinlich nachmittags auch so den Osten erreichen, noch Bayern erreichen. Wie viel da jetzt dranhängt, muss man nochmal abwarten. Aber auch Richtung Westen, da könnten sogar auch mal einzelne Gewitter sich mitentwickeln. Also insgesamt Tendenz schon wieder etwas wechselhafter. Und auch die Temperaturen werden auch im Osten und Südosten nicht mehr ganz so hoch sein wie am Mittwoch, wobei es hier wahrscheinlich immer noch etwas milder ist als im Westen und Südwesten, wo halt die Wolken auch insgesamt doch zahlreicher sein dürften. Ja, jetzt sind wir dann schon am Karfreitag angekommen und wir gucken uns mal die Großwetterlage an, die Höhenwetterkarte. Und da hat sich im Vergleich zu letzter Woche nicht allzu viel verändert. Man muss also sagen, die Wettermodelle hatten schon letzte Woche die großräumigen Strukturen sehr gut erfasst. Wir sehen nämlich hier eine Tiefdruckzone über Westeuropa mit einem Trog, der sich weit bis in den Süden erstreckt. Und damit ja, entwickelt sich eine südwestliche Höhenströmung, mit der dann schon wieder neue, sehr milde, warme Luftmassen sich so von Frankreich, Spanien her auf den Weg zu uns machen werden. Zum Samstag kann das, zum Kar-Samstag, kann das Ganze sogar noch sich etwas weiter aufstellen. Also der Trog gräbt sich immer weiter ein, die Strömung kippt immer mehr auf südliche Richtungen und aus dem zentralen Mittelmeerraum können uns dann schon richtig warme, frühsommerlich warme Luftmassen her erreichen. Wenn wir uns aber mal die Bodenwetterkarte dann für den Kar-Samstag anschauen, sehen wir aber auch, das hatten wir letzte Woche schon gesagt, dass diese Tiefdruckzone nicht allzu weit weg ist, vor allen Dingen im Westen des Landes. Wir sehen die steuernden Tiefs draußen auf dem Atlantik, aber auch so kleinere Tiefs schon so Richtung Frankreich, Benelux, die könnten durchaus auch mal etwas unbeständigeres Wetter dann in die Westhälfte des Landes bringen, denn wir sehen generell dieses, ja, so ein stabiles Hochdruckgebiet, das ist doch insgesamt relativ weit weg. Also das Ganze ist noch so ein bisschen auf Kante genäht, ein bisschen kniffelig und auch natürlich noch mit Unsicherheiten behaftet. Nochmal eine Karte mit der Temperaturabweichung jetzt für den Kar-Samstag in Europa. Ja, und da sehen wir einen deutlich zu kühler Südwesten Europas, Spanien, Portugal, auch noch Teile Frankreichs stehen einem deutlich zu warmen Südosten und Osten Europas gegenüber. Und auch für uns wird eine deutlich positive Temperaturabweichung berechnet mit dieser südlichen Strömung. Aber ich habe ja nochmal so ein Fragezeichen dran gesetzt. Wir sehen schon so über Frankreich, da ist irgendwo so diese Grenze, wo halt dann auch diese Tiefdruckzone schon übergreift. Und wir haben heute Montag, bis Samstag ist noch ein bisschen hin, also wir müssen da noch mal ein bisschen genauer drauf schauen, wie weit diese Tiefdruckzone schon zu uns reinkommen könnte. Schon zum Samstag und dementsprechend auch das Wetter natürlich recht unterschiedlich. Ja, so habe ich mich mal, ich habe es mal versucht, einen Trend zu machen. Zumindest mal für Karfreitag und Karsamstag. Ostersonntag hatte ich es dran, habe ich dann noch wieder rausgenommen. Gucken wir vielleicht morgen ein bisschen genauer drauf, denn die Unterschiede nehmen doch dann schon zu. Wir sehen ab Karfreitag, dass schon mildere, wärmere Luftmassen von Südwesten hereinkommen. Das heißt, wiederum wird es föhnig an den Alpen, wo sogar bis zu 20 Grad schon möglich sind. In der Westhälfte, alles was so nah Richtung Benelux, Richtung Frankreich ist, da könnte es durchaus auch mal Schauer oder einzelne Gewitter geben. Das kann natürlich auch so ein bisschen die Temperaturentwicklung dämpfen. Auch nach Norden hin vielleicht noch etwas wechselhafter. Generell gilt immer weiter Richtung Osten und Südosten, umso stabiler dürfte es insgesamt sein. Ja, und der Kar-Samstag, der könnte dann schon richtig frühsommerlich warm werden. Viele Wettermodelle lassen dann den Zustrom sehr warmer oder sehr milder bis warmer Luftmassen dann ihren Höhepunkt erreichen. Ja, das könnte schon auf deutlich über 20 Grad hinlaufen, wenn alles passt. Auch hier gilt es natürlich Bewölkungsverhältnisse. Das ist auch eine Wetterlage, will ich nicht unerwähnt lassen, wo auch Sahara-Staub vielleicht mit ins Spiel kommen könnte. Das können wir noch gar nicht absehen. Aber nach jetzigem Stand wahrscheinlich weitgehend trockenes und sehr mildes bis warmes Wetter. Dann am Kar-Samstag, Ostersonntag, wie gesagt, habe ich mal weggelassen. Aber ich möchte euch nochmal jetzt hier zwei Karten mit den Höchstwerten für den Kar-Samstag zeigen. Denn wie gesagt, ein paar Restzweifel bleiben ja. Linke Seite ECMWF, frühsommerliche Wärme. Könnte sogar Richtung 25 Grad gehen, will ich nicht ausschließen. Geht in dieser Jahreszeit dann auch ratzfatz.
Linke, rechte Seite seht ihr aber von Frankreich her in den Westen und Südwesten mit der grünlichen Färbung schon eine deutlich niedrigere Temperatur. Sehen wir auch beim ECMWF, wenn ihr da mal so in Richtung Paris schaut. Also das Ganze ist nicht weit entfernt. Gerade der Westen und Südwesten bleibt so auf der kippeligen Seite. Und wir sehen auch beim GFS wird es auch in Richtung Osten nicht ganz so warm wie beim ECMWF. Jetzt nochmal kurz zwei Blicke auf zwei Ensembleberechnungen. Zunächst blicken wir mal nach Saarbrücken. Ist ja bekanntermaßen im Westen, Südwesten, im Saarland gelegen. Und wir sehen hier, ich habe das mal mit den Pfeilen gekennzeichnet, Kar-Samstag, Ostersonntag. Da sehen wir schon, es gibt Lösungen, die natürlich hier auch auf über 20 Grad gehen, aber auch einige Berechnungen, das entsprechend dieser Pfeil, dass es doch noch ein bisschen unsicherer gibt. Bleibt auch einige Lösungen, die auch etwas kühler bleiben, mit nur so um die 15 Grad, wenn es da nochmal richtig sich dazuziehen sollte und regnet, könnte sogar noch kühler bleiben. Der Vergleich dazu mal Dresden in Sachsen, da sehen wir doch die ganzen Lösungen, Kar-Samstag, Ostersonntag, sehr eng gedrängt, um die 20 Grad Marke. Das ist natürlich Modelloutput, sollte hier richtig die Sonne scheinen am Nordrand des Erzgebirges im Elbtal. Könnte sogar noch mal 2-3 Grad mehr geben. Also hier ist die Wahrscheinlichkeit deutlich größer, dass es auch durchweg sehr warm bleibt für die Jahreszeit. Ja, dann ist natürlich noch die Frage, wie geht es danach weiter? Viele wollen natürlich wissen, kann ich Ostereier suchen am Ostersonntag draußen? Wie warm, wie stabil ist das Ganze? Tendenziell muss man sagen, wenn wir uns jetzt noch mal eine Entwicklung für den Ostermontag angucken, dass der Tiefdruckeinfluss von Westen her wahrscheinlich noch weiter zunimmt. Das heißt, nach Osten hin gilt weiterhin, da ist die Chance größer, dass wir immer noch auf dieser milderen Vorderseite liegen, vielleicht auch etwas stabiler bleiben, als nach Westen hin, wo schon wechselhafter kühler werden könnte. Aber wir bewegen uns hier natürlich immer weiter in Unsicherheitsbereiche. Das heißt, die Unbeständigkeit nimmt wahrscheinlich Richtung Ostermontag zu und auch insgesamt könnte es dann schon wieder kühler werden. Alles Weitere, wir haben ja auch noch Zeit, gucken wir in den nächsten Tagen drauf. Das soll es erstmal gewesen sein mit dem Rundum-Sorglos-Paket für das Osterwetter für die Karwoche. Morgen gibt es ein entsprechendes Update. Macht's gut, kommt gut in die neue Woche. Bis dahin und ciao.